So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen zu der großen Frage, warum ich denn eine grüne Weste anhabe. So, und ist im Grunde keine Sachinformation enthalten in diesem Video. Also das ist ganz wichtig, nur für diejenigen, die dann hinterher motzen, dass sie hier keine wesentliche Sachinformation erhalten haben. Nö, die ist auch nicht vorhanden. Gibt's nicht. Ja? Möchte einfach nur eine kleine Geschichte erzählen und habe einfach das Bedürfnis, das irgendwie hier mit meinen Zuschauern zu teilen. Ja? Vielleicht sinnlos, aber lustig. Also zumindest für mich. Und wenn es 3 Leute interessant gefunden haben, dann hat es sich ja auch gelohnt. Und der Rest kann ja gerne alternativ eine Runde Tennis spielen. Ich glaube, ab sofort darf man wieder Tennis spielen, oder? Zumindest war das sehr stark in der Diskussion, ob man jetzt nicht irgendwelche Sportarten wie Tennis oder zum Beispiel Golf oder irgendwas, was draußen stattfindet und mit gewissem Abstand zu anderen Leuten absolviert werden kann, wieder erlaubt sein sollte. Also eine Möglichkeit. So, ansonsten, wenn ihr jetzt noch da seid, dann nun die Geschichte von grüner Weste und mir. Denn die Geschichte von mir und grüner Weste begann, als an grüne Weste noch gar nicht zu denken war, nämlich als ich gefühlt in die 3. Klasse gekommen bin. Denn da hatte ich zum ersten Mal textiles Werken als Fach. Oder es hieß, glaube ich, irgendwie anders, aber es ist wurscht. Jedenfalls ging es unter anderem darum, zusammen mit Kunst war das, glaube ich, zusammen ein Block, dass man da... Nee, Kunst war nochmal separat, ich weiß es nicht. In Kunst war ich jedenfalls katastrophal und hatte da immer nur 4er und 5er, was daran lag, dass ich gerne meine Kunstwerke verloren habe, bevor sie fertig waren, weil man konnte die ja nicht in einer Stunde zu Ende malen, dann hätte man sie in seiner Kunstmappe aufheben müssen. Ja, und Ordnung war damals schon nicht gerade meine Stärke. So, und dann waren sie weg. Und dementsprechend gab es dann keine gute Note, weil das entsprechende Kunstwerk leider verschwunden ist oder ich aus Versehen drüber getrampelt bin oder es unterm Tisch hängen geblieben ist und dann leider in 2 Teile zerrissen ist und so weiter und so weiter. Also Kunst war scheiße, aber textiles Werken, das war noch beschissener. Andererseits, wenn ich mir heute mal angucke, was heutzutage so als Kunst durchgeht, könnte ich vielleicht doch noch Künstler werden. Egal. Jedenfalls bei textiles Werken hatte ich schon mal die grundsätzlich falsche Einstellung, dass erstens ich das ja gar nicht können muss, weil das machen ja die Frauen. Ja, das mag nicht sehr rühmlich gewesen sein und das ist es auch nicht. Und auch aus heutiger Sicht sicherlich nicht besonders adäquierte Sichtweise. Und ich würde mich davon auch sehr gerne distanzieren. Aber der Ehrlichkeit halber muss ich gestehen, dass ich als, was war ich da? 8, 9, 10 vielleicht. Jedenfalls egal. Als 10-Jähriger war ich da noch anderer Ansicht. Und schäme mich bitterlich, aber deswegen war ich schon mal grundsätzlich dem Thema gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. So, zweitens fehlt mir jedes Talent. Das fehlt mir heute noch, aber man kann auch völlige Talentfreiheit mit genügend Blut, Schweiß und Tränen so weit ausgleichen, dass man zumindest ein für die eigenen nicht sehr hoch gesteckten Bedürfnisse zufriedenstellendes Ergebnis erhält. Deswegen zähle ich das übrigens primär, damit vielleicht der eine oder andere auch Bock bekommt, wenn er dann Bock bekommen möchte, es mir gleich zu tun. Aber gut, jedenfalls, was haben wir da gelernt? Wir haben versucht, stricken zu lernen. Stricken war völlig hoffnungslos. Ich habe nicht eine einzige Luftlauf oder sonstige Masche hinbekommen und habe bis heute keinen Schimmer, wie Stricken funktioniert und werde es wohl auch nie begreifen, auch wenn Chefin versucht hat, mir so die Grundlagen des Strickens irgendwie näher zu bringen. Sie hätten mir auch versuchen können zu erklären, keine Ahnung, Atomphysik, wenn sie sich damit auskennen würde, aber wäre wahrscheinlich immer noch verständlicher gewesen als Stricken. Also Stricken, nein, nein. Ich habe großen Respekt vor jedem, der stricken kann und vor jeder, die stricken kann, selbstverständlich, aber nein, das ist hoffnungslos. Hingegen habe ich eben noch mitgenommen aus meiner frühen Textilbildungszeit, dass es mit einer Nähmaschine selbst mir möglich ist, 2 Stück Stoff aneinander zu nähen. Hässlich, krumm und schief und auch erst beim 5. Anlauf und zwischendrin hat man 17 Nadeln geschrottet und 18 Mal den Faden verloren und ich habe einen wichtigen Schweizer Begriff im Rahmen meiner neuerlichen Nähtätigkeiten festgelernt, nämlich ein Chrüsimüsi im Fadechäschli. Irgendwie so, ungefähr.
Ja, den Rest kriege ich nicht mehr zusammen. Eigentlich war es mal ein vollständiger Satz, aber das habe ich wieder vergessen. Ich weiß noch, Krüsimüsi und Fadechäschtli. Und ich betone das viel zu sehr, aber es macht Spaß. Also die geneigten Schweizer Zuschauer mögen mir verzeihen. Jedenfalls, das hatte ich damals auch sehr oft, also dieses Durcheinander im Fadenkästchen. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich nirgendwo hingekommen bin. Aber mir ist hängen geblieben, ich war in der Lage, zwei Stück Stoff zusammenzunähen. So, und jetzt machen wir einen Sprung. Denn ohne jemals wieder daran gedacht zu haben, dass ich zwei Stück Stoff zusammennähen kann, oder dass es zumindest auch mir möglich ist, zwei Stück Stoff zusammenzunähen, habe ich 20 Jahre ungefähr weitergelebt. Ja? Also nach dem letzten Versuch, da irgendwas zusammenzunähen. Sagen, lassen wir es 22 Jahre sein. Ja, kommt auch hin. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir diese 22 Jahre lang irgendwas gefehlt hat. Bis ich irgendwann mal auf Dyneema gestoßen bin. Wer jetzt nicht weiß, Dyneema ist so ein Hightech-Outdoor-Stoff, der einfach nur arschteuer ist, den man primär nur in Amiland verwendet. In Deutschland gibt es keinen einzigen Hersteller, keine einzige Firma, Nähaktion oder was auch immer, die mit Dyneema irgendwas verarbeiten. Aber jedenfalls, das Zeug kann man wohl auch in Deutschland kriegen. Und ich war halt neugierig, gibt es das denn gar nicht in Deutschland? Und habe dann rausgefunden, doch, gibt es in Deutschland. Und zwar einfach als Stoff. Nicht verarbeitet zu einem Zelt, einem Tarp, einem Rucksack, einem Regenponcho, einem Regenrock, was auch immer. Regenrock, auch das Neueste aus der... kennt man auch überhaupt nicht. Kann man auch nirgendwo kaufen, kann man nur selber machen. Aber die erfreuen sich immer mehr größerer Beliebtheit. Ich mache mir auch noch einen, keine Sorge. Allein schon, was geht. Und jedenfalls, dieses Dyneema-Zeug hat mich halt einfach fasziniert. Ja, und dann hatte ich noch das Glück, dass ein Reisegefährte ein Dyneema-Zelt besessen hat, das ich dann auch in einem entsprechenden Video mal aufbauen durfte und mal reinliegen konnte und mir das mal angucken konnte. Und irgendwie war da schon eine gewisse Faszination für dieses Material da. Einfach, weil ich spannend finde, weil ich mich schon immer dafür interessiert habe, was die entsprechende Technik auf dem Outdoor-Markt, also die Entwicklung der Outdoor-Ausrüstung, so treibt. Und ich habe ja davon auch ungefähr 20 Jahre eben immer fleißig beobachtet, was gibt es da Neues auf dem Ausrüstungsmarkt und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt plötzlich dieses Dyneema-Zeugs daher und das fand ich einfach spannend. So, blöd aber jetzt eben, dass man in Deutschland eben an keinerlei Dyneema-Ausrüstung rangekommen ist, außer eventuell an den Stoff. So, jetzt ist der Stoff aber an sich auch schon so arschteuer und ich würde auch von bisher immer noch davor zurückschrecken, da wirklich was nennenswert von kaufen zu wollen. Wirklich viel zu teuer. Aber ich habe mal damit geliebäugelt. So, und hatte mir dann mal einfach nur mal aus Spaß überlegt, wenn man jetzt sich nur so einen Stoff kauft, daraus könnte man doch noch relativ einfach sich einen Tarp herstellen. Weil davon musste man ja maximal zwei Stück Stoff zusammennähen und eventuell noch um den Rand drumherum irgendwas drumkleben und dann noch irgendwie Ösen reinmachen. Und hatte mir dazu auch ein Video auf YouTube angeguckt und festgestellt, das ist ja gar nicht so schwer. Gut, jetzt ist das Zeug aber immer noch arschteuer, also hatte ich gemeint, man könnte das doch auch mit einem anderen, weniger teuren Material machen und dann kommen wir jetzt hier zu diesem Ding. Das ist nämlich mein Ultraleicht-Tarp. Das ist mit Heringen und Schnur inzwischen sage und schreibe 315 Gramm leicht, ohne Beutel. Und da bin ich sehr, 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 sehr glücklich mit und finde das nach wie vor extrem faszinierend. So, und das Problem, was einen Nerv getroffen hat, war der Herstellungsprozess dieses Tarps. Das hat nämlich dankenswerterweise Frau für mich genäht, die konnte das nämlich schon. Und dementsprechend hat sie es halt gemacht und sie hat es ja auch toll hingekriegt. Und die Nähte sind wunderbar, gerade anders als wenn ich das mache. Und alles funktioniert bestens und das Ding ist auch richtig, richtig, richtig stabil. Aber weil ich eben so ein Teil unbedingt haben wollte und unbedingt genau in den Maßen, wie es jetzt ist. Ja, und mit den Ideen, die da jetzt drin stecken. Hatte ich mich eben angeschaut im Internet, wo kriegt man denn Stoff, was kriegt man denn noch zusätzlich statt Stoff und bin eben auf die Seite extremtextil.de gestoßen, wo man so ziemlich jedes Material kriegt, was man für irgendwelche Outdoor-Klamotten, Tarps, Zelte, Rucksäcke etc. pp. In irgendeiner Form brauchen kann.
Allerdings halt alles einfach nur als Rohware. Man muss dann schon auch selber irgendwie in der Lage sein, aus den Materialien was herzustellen, was dann ein fertiges Produkt ist. Zum Beispiel eben ein Tarp. So, und da eben Evelyn das konnte, hatte ich sie gefragt, ob sie das denn machen würde, und sie hatte ja gesagt, und dann musste ich sie nur noch so lange nerven, bis das Ganze auch wirklich passiert ist. Es hat nur eine mittlere Beziehungskrise ausgelöst, also alles in Ordnung. Und das Resultat, eben dieses Tarp, hat man schon im anderen Video gesehen. Ich werde es auch noch ein paar Mal in verschiedenen Videos, in anderen Videos hat man schon gesehen, aber auch zeigen. Und ich bin auch total begeistert davon. So, nur im Entstehungsprozess saß ich wie ein total fasziniert daneben und habe ihr eben zugeguckt, wie sie das ganze Ding zusammengebaut hat. Über die vielen Stunden, also so viele waren es jetzt auch wieder nicht, aber doch über einige Stunden, die es eben gedauert hat, das Teil zusammenzunähen und so zusammen zu konzipieren auch überhaupt, bis wir wussten, wie groß soll das sein, wie viel Stoff soll ich bestellen, da hat sie mir ja überall geholfen und was für Stoff und so weiter und so weiter. Also was für Stoff, das wusste ich schon selber. Ich habe mich ja schon schlau gemacht, was gibt es alles für Outdoor-Stoffe, was haben die für Eigenschaften, damit beschäftige ich mich auch schon, wie gesagt, seit 20 Jahren. Aber dass man auf die Idee kommen könnte, das selbst zu verarbeiten, das war mir völlig unvorstellbar. Ja, niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass das geht. Ja, und jetzt sitze ich also neben Chefin an der Nähmaschine und näht da 20 Meter Nähte in ein Tarp. Und die Faszination, was da alles möglich ist, wenn man so eine Fähigkeit besitzt, ja, Stoff aneinander zu nähen im Wesentlichen. Ja, jetzt erstmal Basics. Allein schon, wenn man in der Lage ist, Stoff aneinander zu nähen. Da hat sich ein ganzes Universum voll Möglichkeiten vor mir aufgetan, was man mit dieser Fähigkeit alles anstellen könnte. Und zum ersten Mal eben seit den 22 Jahren oder wie viel das gewesen sind, seit ich der Textilverarbeitung abgeschworen hatte, habe ich festgestellt, scheiße, das war ein Fehler damals. Hättest du mal aufgepasst, dann könntest du das jetzt auch. So, und dankenswerterweise war die Beziehungskrise noch nicht tief genug, dass ich noch in der Lage war, Chefin so viel zu nerven, dass sie mir also beigebracht hat, wie ihre Nähmaschine funktioniert. Super professionell natürlich beigebracht und alles ganz gut, so toll halt wie geht. Ich hatte sogar Arbeitsblätter, die ich ausfüllen musste zum Thema Nähmaschine. Und da habe ich ein paar Probesachen nähen lassen und dann habe ich meinen ersten Utensilienbeutel irgendwie zusammengenäht. Da hat sie mir noch ganz viel bei geholfen, aber sagen wir mal 70% der Arbeit habe dann ich gemacht. 5% vom Denken und 70% der Arbeit. Gut, nächstes Projekt war dann nochmal ein anderer Selbstbaubeutel. Der war dann hässlicher, aber hat auch funktioniert. Dann hatte ich mir noch einen Beutel mit Klettverschluss gemacht. Übrigens. Ha! Oh, hoppla, ist jetzt nicht. Ne? Also die Klettverschlussverarbeitung habe ich mir gemerkt, wie das geht. Ja, und was war das nächste? Stimmt, und dann habe ich gemeint, jetzt bin ich größenwahnsinnig, so schwer kann das doch nicht sein, ich nähe mir ein T-Shirt. So, das hat dann auch noch jede Menge Hilfe von Chefin benötigt und Chefin hatte dann, glaube ich, auch keine Lust mehr auf weitere tolle Ideen aus meinem Wahn, jetzt unbedingt nähen lernen zu müssen und jetzt mir sämtliche Ausrüstung plötzlich selber herstellen zu wollen. Und Ich bin nahezu durchgedreht. Ich habe gedacht, boah, da kann ich ja alles selber machen. Hosen, Regenjacken, Zelte, Tarps sowieso und so weiter und so weiter. Die Herstellung des T-Shirts hat erstmal für ein wenig Ernüchterung gesorgt. Es gibt dieses T-Shirt, ja, und man kann es auch anziehen. Es sieht halt nicht in allen Bestandteilen so wirklich gut aus. Wir hatten zum Beispiel Schwierigkeiten mit den Ärmeln, dass die Ärmel irgendwie ja gerade abschließen, weil dafür muss man sie irgendwie schräg annähen, damit die dann. Es ist gar nicht so einfach. Also ein T-Shirt-Ärmel sind wirklich nicht so einfach. Leichter wären wahrscheinlich irgendwelche Hemdärmel oder sonst was gewesen. Und ohnehin so schräge Sachen bei Kleidungsstücken. Ja? Wenn ihr euch mal irgendeine professionelle Jacke oder sowas anguckt, die haben oft auch noch irgendwelche Nähte dran, die einfach dafür da sind, dass das zum Beispiel so eine rundere Geschichte hier an den Schultern gibt, dass das einfach ein bisschen abgerundet ist und nicht so
rechteckig, wie bei mir. Ne? Also das kann man wohl alles irgendwie machen, aber das verstehe ich noch nicht. Das eines Tages vielleicht, aber es ist faszinierend. Und seitdem ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, gucke ich mir auch gerne mal Nähte bei meinen vorhandenen Kleidungsstücken an, um mich mal zu fragen, warum sitzt dieses Ding jetzt ein bisschen, sage ich mal, glatter als zum Beispiel hier grüne Weste, ne, dass die jetzt selbst genäht ist, haben inzwischen alle begriffen. Ne? Und ja, man beginnt sich Gedanken zu machen. Und bei der Herstellung vom T-Shirt habe ich dann ganz schnell begriffen, okay, so einfach ist das nicht. Deswegen wollte ich als nächstes Projekt was Einfacheres, dachte ich, mit einem anderen Stoff halt einfach machen. Das T-Shirt war aus Lyocell, das ist eine Holzkunstfaser, also im Grunde eine Kunstfaser, aber komplett hergestellt aus Holz. Die ist dann auch biologisch abbaubar, keinerlei Erdöl gesehen, super umweltfreundlich, tolle Sache, alles super. Aber taugt halt primär für T-Shirts, für Sweatshirts, für ja, sowas in der Richtung. Theoretisch Socken, Unterhose, egal. Ja, aber jetzt weniger für Außenbekleidung. So, und dann habe ich gesehen, die haben auch Softshell-Stoff. So, und jetzt sind wir bei der Weste angekommen, weil den Softshell-Stoff, da gibt es irgendwann zig Varianten. Zweitens, zig tolle Varianten. Drittens, das Ganze auch in vielen verschiedenen Farben, zum Beispiel Waldgrün. Und da habe ich Blut geleckt. Ja? Und dann hatte ich mir überlegt, ich hatte, ebenfalls so circa vor 20 Jahren, hatte ich so eine lustige sogenannte Ranger-Weste. Das war so eine einfache Camouflage-Weste, die im Grunde ein bisschen gefüttert war, war nicht sehr warm, aber so ein kleines bisschen. Hatte logischerweise keine Ärmel, war ja eine Weste und hatte hier solche Taschen. Und unten nochmal welche, da habe ich jetzt keine. Das habt ihr noch nicht gesehen, aber das ist, ich überlege, ob ich da noch welche dran mache, aber dazu kommen wir noch. Und jedenfalls, so eine Ranger-Weste, die fand ich toll. Das war mein Lieblingskleidungsstück damals. Und ich bin mit dem Ding überall rumgerannt und fand das vor allen Dingen so toll, dass ich da diese Taschen hatte, wo ich mir dann verschiedene Utensilien reinstecken konnte und so weiter und so fort. So, irgendwann war das Ding einfach hinüber. Oh, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich damit rumgerannt bin. Und sie wurde auch immer kürzer, weil ich ja immer länger wurde. Und es war dann irgendwann so eine halb bauchfrei Weste. Und da wurde es wirklich nicht mehr sinnvoll, das Ding noch anziehen zu wollen. Sie hing dann noch ganz lange Zeit im Schrank. Und irgendwann habe ich sie vor ein paar Jahren erst entsorgt. Aber diese Weste war immer toll. Ja? Und ich fand die immer faszinierend. Und jetzt hatte ich ja die Möglichkeit, jetzt hatte sich mir der Kosmos der Möglichkeiten des Selbernähens eröffnet. Und ich hatte überlegt, was könnte ich mir denn noch selber nähen? Und dann kam ich relativ schnell dazu, dass ich wieder so eine Ranger-Weste oder auch Survival-Weste oder was auch immer haben möchte. Also im Prinzip, das ist so ein bisschen angelehnt an diese Anglerwesten, die man ja kennt. Ne? Also im Grunde, ich möchte jetzt in keinster Weise mit dem Ding angeln gehen, aber ich finde die Idee einer Weste mit vielen schönen Taschen, wo man ganz viel Zeug verstauen kann, das fand ich halt einfach toll. Wie gesagt, es können ja noch mehr Taschen werden. und deswegen wollte ich unbedingt eine Weste haben. So, das Resultat, es hat geklappt, aber ich bin hier jetzt dran gesessen, locker 16 bis 20 Stunden, Das schon, weil daneben genäht, alles wieder aufmachen, daneben genäht, alles wieder aufmachen. Dann erstmal Scheiße, passt nicht, Scheiße, was tun, lange überlegen, Blut, Schweiß und Tränen, Verzweiflung, ach Kacke, jetzt hat das Ganze nicht funktioniert, ich bestelle mir nochmal Stoff und fange nochmal von vorne an. Arme Frau musste auch drunter leiden, dass ich mich aufgeregt habe, dass alles nicht so funktioniert. Ich habe sie zwar immer mal wieder um Rat gefragt, aber ich wollte es ja auch schon selber machen und sie wollte auch, dass ich es selber mache, damit das Elend dann irgendwann ein Ende hat, wenn ich nämlich scheitere, damit ich dann Ruhe gebe mit meinen ganzen ollen Nähprojekten jetzt neuerdings. Aber im Endeffekt habe ich es dann doch eben geschafft, dass das Teil jetzt aussieht, wie es aussieht. Und zu diesem Zweck möget ihr mal kurz etwas näher kommen. Und dann könnt ihr erkennen, also ich habe hier einen Reißverschluss, ja? Und der ist auch schön leichtgängig.
Das liegt aber daran, dass es einfach ein qualitativ hochwertiger Reißverschluss ist. Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ne? Den habe ich einfach so eingekauft, eben im Internet. Und ich habe hier am Rand eben meiner Jacke, am Reißverschluss, habe ich hier noch so ein Bündchen Stoff. Das ist derselbe, wie hier hängt. Übrigens, da sollte auch ein schwarzer Streifen sein. Da übrigens eigentlich auch, aber leider habe ich das vergessen gehabt. Und da drüben hatte ich dann wieder dran gedacht. Die Tasche habe ich zuerst gemacht. Und wenn man das erstmal festgenäht hat, dann ist es deutlich schwieriger, da noch einen schwarzen Streifen ranzukriegen. Das muss ich dann irgendwann mal händisch machen. So, jedenfalls, man kann vielleicht erahnen, hier zum Beispiel die Qualität der Nähte, ne, hier oder da und das da komisch abgeschnitten und so weiter, das ist jetzt nicht so richtig gut. Oder hier zum Beispiel, auch nicht so richtig gut, aber ich habe jetzt beschlossen, nachdem ich ja schon länger der Meinung bin, das muss nicht schön, das muss nur funktionieren, dass ich diese Philosophie doch vielleicht auch auf meine gesamte Outdoor-Ausrüstung, also so nach und nach, in circa 50 Jahren dürfte ich einen Satz Outdoor-Ausrüstung da selbst gemacht zusammen haben. Ja, das kann ich ja mal darauf übertragen. Und irgendwann renne ich dann rum, hässlich wie die Nacht, aber nur mit selbstgemachten Krempel. Und das Schöne ist, das ist nämlich auch nochmal so ein kleiner Bonus, weshalb ich das Ganze ja so faszinierend finde, wenn ich mich dann nur in selbstgemachten Klamotten vor die Kamera hocke, oder zumindest nur in sichtbaren selbstgemachten Klamotten, also außer Hut. Hut kann, das geht nicht. Ach, aber übrigens der Schwarze, weil der andere ist gerade in der Wäsche, deswegen ne, temporär, kurzzeitig mal der Schwarze zwischendrin. Jedenfalls, das wäre doch mal was, ja? Das wäre so toll und dann kann ich mich endlich, also ich freue mich ja jetzt schon, dass ich mich vor die Kamera hocken kann, ohne dass hier irgendwo irgendein Werbezettelchen vom Hersteller dieses Kleidungsstück steht und darauf hinweist, Ben trägt eine Weste von, eine Softshelljacke von Casua oder Ben trägt die blaue Jacke von VD oder Ben trägt Salewa Gore-Tex-Jacke meinetwegen oder Mountain Hardware, Mountain Equipment ist meine blaue Gore-Tex-Jacke oder Ben trägt T-Shirt Marke No Name von woher auch immer oder halt mal doch ein Marken-T-Shirt oder was auch immer. Ne? Und dass ich mich, ich meine, im Grunde ist das ja vollkommen wurscht und nur weil ich sowas anhabe, mache ich ja nicht direkt Werbung dafür. Aber mir gefällt einfach der Gedanke, dass ich hier mit einer Unikats-Wäsche rumhocke und einfach Werbung für gar nichts mache, außer nein, das ist nicht wirklich Werbung für meine Nähkünste. Nicht wirklich. Aber ja. Ne? Und es war wirklich in Anbetracht dessen, dass ich vollkommen talentfrei bin und so oft daneben genäht habe, dass man hätte echt nicht oft daneben nähen müssen und man hätte auch noch manches einfacher machen können. Man hätte einfach mehr nachdenken können. Aber ich habe jetzt hier eine Weste. Ja, und die passt. Also die passt wirklich. Die trägt sich auch angenehm. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber es ist egal. Im Endeffekt habe ich Spaß mit dem Teil. Und wenn man weit genug Abstand zu mir einhält, sieht sie auch gar nicht ganz hässlich aus. Wie gesagt, die zwei schwarzen Streifen mache ich da noch dran. Und ja, ne? Und ich drehe mich mal. Und ich habe hier nämlich noch einen ganz tollen Special Feature eingebaut, nämlich hier diesen Dehnungsstreifen. Der ist dafür da, dass man, wie ich jetzt rausgefunden habe, den relativ einfach raustrennen kann. Und dann kann man, sollte man zum Beispiel im Fall einer Zombie-Apokalypse, ja, wenig zu essen finden, weil ja die Zombies da sind. Dann nimmt man ja ab. Ja, und dann wird irgendwann diese Weste sehr weit, so ums Bäuchlein rum. Und das ist schlecht, weil dann könnte man irgendwann mit irgendwo hängen bleiben, wenn man vor den Zombie flüchtet. So, und in dem Moment kann ich selbst unter Outdoor-Bedingungen, theoretisch, selbst in der Apokalypse, ist völliger Blödsinn, aber es macht Spaß, hingehen, mir hier meinen Dehnungsstreifen raustrennen und das Ganze einfach wieder zusammennähen und schon ist meine Weste enger. Ja? Oder sollte ich zum Beispiel feststellen, dass Zombies gut schmecken und deswegen in der Zombie-Apokalypse noch weiter zunehmen, was auf keinen Fall passieren darf, davon mal abgesehen, dann kann ich auch den Dehnungsstreifen raustrennen und einen noch breiteren Dehnungsstreifen wieder reinnähen und die Weste passt wieder. Nee, aber die Idee ist nicht neu, im Gegenteil, die ist eigentlich sehr alt, dass man sich früher eben Klamotten besorgt hat, einfach weil Klamotten teuer waren, die man hat einfach ändern können, falls eben das Kind zum Beispiel noch wächst. Dann hat man halt
hat unten einen Saum gehabt, der hier noch jede Menge Stoff innen drin hatte. Und man hat die Jacke einfach die Naht aufmachen können, bisschen weiter, bisschen mehr Stoff, bisschen mehr Länge hinzufügen, das Ganze wieder zusammennähen und fertig. Das gewachsene Kind hatte wieder eine Jacke, eine Weste, was auch immer, Pullover, was gepasst hat. Ja, und dieses Prinzip finde ich einfach großartig, weil das mit der Nachhaltigkeit so schön homogen ist. Ne? Also wenn die Jacke, diese Weste hier irgendwann nicht mehr passen sollte, weil sie auch irgendwann mir zu hässlich geworden ist, ich traue mich nicht mehr, sie anzuziehen. Aber das ist dann ein anderes Problem und ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber sollte mir die aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr passen, ich gehe nämlich nicht davon aus, dass ich noch wachse, also in die Höhe, dann kann ich sie tatsächlich relativ einfach abändern, so dass sie mir wieder passt. Und das finde ich ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, was einfach die Kleidungsstücke damals, als sowas noch wichtig war, als Klamotten noch Geld gekostet haben und man sie nicht von Apple und Nein nachgeschmissen hat, als es sowas noch gab. Und das war was, was ich unbedingt hier drin auch wieder drin haben wollte. So, und dann ist das ja eine Survival-Weste. Was hat die denn dann für tolle Survival-Eigenschaften? Nämlich, zunächst mal, das ist Softshell-Material mit einer Membran drin. Die Weste ist also absolut winddicht. Sie wäre auch wasserdicht, wenn sie nicht diverse Löcher hätte, weil ich ein paar Mal daneben genäht habe und weil ein paar Nähte tatsächlich auch notwendig sind. Und durch diese Löcher, also die Nahtlöcher, da kann Wasser eindringen. Ja, deswegen ist das Ding natürlich nicht ganz wasserdicht. Davon abgesehen, mit solchen nicht vorhandenen Ärmeln macht es ohnehin keinen Sinn, ein wirklich wasserdichtes Kleidungsstück haben zu wollen. Aber sie ist sehr, sehr regenresistent. Ich werde das auch noch mal testen. Wenn es mal endlich Regen gäbe, würde ich es ja noch mehr testen. Oder noch mehr Regen gäbe. Das bisschen, was die letzten Tage runtergekommen ist, nur so als Information, das reicht nirgends. Ja? Also nirgendwo in Deutschland war das wirklich, 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 wirklich toll viel. Also vielleicht hat es beim einen etwas mehr geholfen als woanders, hier zum Beispiel so gut wie gar nicht, aber ja, ne? So, jedenfalls winddicht, warm, ist auch ein recht gut isolierendes Material, ich habe auch eine kurze Hose an, ne? Weil mit der Weste, weiß nicht was wir haben, 14 Grad oder sowas, jetzt hier im Wald ist eigentlich schon relativ kühl, aber das macht mir gar nichts, kurze Ärmel, kurze Hose, macht nichts, wenn der Torso schön warm ist und das ist er in der Weste, dann halte ich das gut durch. Und also das sind so die wesentlichen Eigenschaften des Stoffs. Das fand ich schon mal toll. Der ist auch schön robust, schön abriebsicher. Kann man auch einen Rucksack drüber aufziehen und so weiter. Mag sein, dass meine Nähte dann vielleicht eventuell nicht mehr halten. Aber der Stoff an sich, der hebt. So, und dann wollte ich natürlich unbedingt eben auch wieder diese tollen Brusttaschen haben, wo ich Survival-Utensilien unterbringen kann. Jetzt rückwirkend hätte ich vielleicht ein andersfarbiges Klettband nehmen sollen, aber egal, weiß hatte ich noch da. Und es soll ja auch nicht schön sein, sondern nur funktional und deswegen passt hier jetzt wunderbar rein. Zum Beispiel ein kleines Taschenmesser, eine Rettungsdecke. Übrigens, die Rettungsdecke habe ich extra als Maß genommen für das Format der Taschen. Ich wusste nicht, wie groß soll ich die machen. Habe dann Rettungsdecke genommen, habe doch eine gewisse Nahtzugabe, nennt man das, wenn man am Rand noch ein bisschen Zusatzmaterial einplatt, dazugegeben und hatte dann eben mit dieser Musterrettungsdecke ungefähr das Format, was ich bei den Taschen haben will. Sie sind jetzt doch noch ein Ticken größer, als das ursprünglich geplant war, aber darüber bin ich überhaupt nicht böse. Also ich bin mit dem Format wirklich sehr, sehr zufrieden, gerade weil in eine Tasche eben wunderbar eine Rettungsdecke und eben so ein Opinel hier reinpassen. Ja? Und das trägt sich auch angenehm. Ich verrate es euch mal, ich hatte ursprünglich die Tasche an der liegenden Weste ausgemessen, wo ich sie haben möchte. Da saß die gefühlt hier, also da, so halb unterm Arm und viel zu weit außen und auch viel zu weit unten. Das sah völlig scheiße aus und das war auch unbequem. Wenn ich da was reingemacht habe, dann war das war total kacke. Aber kein Mensch sieht die Löcher. Das sind so feine Löcher, auch wenn das in diesem Material auch immer der Löcher sein werden, wo ich da eben die Naht wieder aufgemacht habe und die Tasche wieder abmontiert. Aber ja, ist nicht schlimm. So. Und in der anderen Seite haben wir einmal Paracord, einmal Dyneema, für, wenn man mal eine super stabile Schnur braucht, die ist nahezu unzerstörbar, die ist zwar dünn, aber damit kann man sich natürlich nicht abseilen, weil man sich dann alles einreißt, aber theoretisch würde sie mein Gewicht auch halten, theoretisch natürlich, ne, Quatsch, Feuerzeug und Döschen mit Mülltüte, weil Mülltüte sollte man immer dabei haben und vier Taschentuchtabletten.
Da wurde ich auch neulich gefragt, was hat es mit diesen Taschenbuchtabletten auf sich? Das ist ein komprimiertes Viskosetuch in Tablettenform komprimiert. Das schmeißt du in Wasser, dann quillt es auf und dann nimmst du es noch ein bisschen auseinander und dann hast du ein circa so mal so feuchtes Stofftuch. Ja? Also kann man als Taschentuch verwenden, kann man ja als Klopapier verwenden, kann man als Verbandmaterial notimprovisiert verwenden, kann man alles möglich, also wirklich nur als Notverbandmaterial wohlgemerkt. Kann man alles Mögliche mit anstellen. Und dann habe ich hier noch, die hat man hier vielleicht schon rausgucken sehen, meine neue Taschenlampe, die ich neulich geschenkt bekommen habe. Die ist auch ganz wunderbar und die findet ein tolles Plätzchen, wenn ich sie nicht anderweitig brauche, hier in meiner Survival-Weste. Ne? So, also, ich habe enorm viel Platz, Spaß mit meiner Survival-Weste. Es mag Blödsinn sein, ja, und man braucht auch garantiert keine Survival-Weste und man kann auch ohne Survival-Weste sehr wohl überleben, aber die Herstellung, nachdem alles Leid irgendwann vergangen ist und die Freude überwiegt hat, dass ich es doch geschafft habe, mir so ein Ding zu machen, das funktioniert. Die ist nicht hübsch, ja, sie ist wirklich nicht hübsch. Ich könnte euch noch ein paar Details, wo ich daneben genäht habe, zeigen, aber sie ist cool. Ich mag sie sehr, 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 sehr gerne und sie ist halt selbst gemacht, sie ist ein Unikat. Man kann das Ding nirgendwo kaufen, ja. Und die ganze Geschichte habe ich jetzt vor allen Dingen deswegen erzählt, falls irgendjemand Bock hat und jetzt irgendwie das Gefühl hat, ach, das könnte ich doch auch mal ausprobieren. Ich besorge mir auch eine Nähmaschine oder ich habe noch irgendwo eine Nähmaschine rumstehen. Ich mache mir auch meine Ausrüstung selber. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, ja. Wenn euch irgendwas einfällt, was ihr schon immer haben wolltet, was man so aber nicht kaufen kann, könnt ihr selber machen. Vielleicht wird es nicht wunderschön, aber es wird funktionieren. Also wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich bin wirklich Stümper vor dem Herrn. Es hat trotzdem halbwegs eben funktioniert. Und halbwegs reicht ja. Ich meine, es soll ja Outdoor-Ausrüstung sein. Man will sich ja nicht den Anzug für die eigene Hochzeit zusammennähen oder sowas. Nein. Nein. Aber ja, es macht auch wirklich Freude. Also nachdem man irgendwann mal die Frustrationsmomente etwas überwunden hat und wenn man zum 14. Mal den Faden neu einfädelt, weil man wieder Mist gebaut hat und einem die Naht aufgeht, weil man sie nicht versäubert oder wie das heißt hat oder was weiß ich was alles. Diese ganzen Fachbegriffe kann ich noch immer nicht. Ich weiß inzwischen so halbwegs, was ich tun muss. Ich hatte noch überlegt, ob ich zur Herstellung dieser Weste eine Videodokumentation mache, aber das ist ja Quatsch. Das muss einem ja jemand beibringen, der es auch kann. Ich kann es ja nicht. Ich experimentiere rum, ich bastel rum und mache das irgendwie, dass es halt halbwegs hebt. Aber zum Vorzeigen ist das wirklich nichts. Aber einfach als Inspiration, wer da Bock hat, sowas hier ist problemlos möglich. Wie gesagt, das kann selbst ich. Und ja, nur als Beispiel. Ne? So, und das wollte ich nur erzählt haben zu dem Teil. Und ich werde die jetzt oft in Videos anhaben. Ja, die werdet ihr noch ganz oft zu sehen bekommen. Lange Rede, im Grunde auch keinen Sinn, aber war mal nötig. Musste gesagt werden. Macht's gut, Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal.